Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video beschäftigen wir uns mit Layer 2, und zwar Ethereum Layer 2 Lösungen, da eine Gruppe, eine Challenged Task Gruppe Arbitrum verwendet hat, was so eine Layer 2 Lösung auf Ethereum ist. Wir haben uns auch schon mit Layer 1 Chain beschäftigt, Ethereum, Bitcoin oder auch Sui. Und Layer 1 in diesem Fall bezeichnet die Basis-Blockchain. Für Layer 2 Scaling Solutions auf Ethereum ist Layer 1 jetzt natürlich Ethereum und bildet das Fundament und ist für grundlegende Funktionen wie Konsensbildung, Sicherheit und Datenverfügbarkeit verantwortlich. Jeder Netzwerkknoten muss dabei alle Transaktionen verarbeiten, wenn wir hier natürlich Sharding vernachlässigen. Und dies führt zu inhärenten Beschränkungen durch Blockgröße oder Blockzeit, was die Skalierbarkeit limitiert. Ethereum kann aktuell nur etwa 15 bis 30 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, da jeder Node jede Transaktion validieren und speichern muss. Bei hoher Netzwerkauslastung führt dies zu steigenden Gasgebühren, Gascosts und längeren Wartezeiten. So kann ein Deployment eines Smart Contracts auch mal $300 kosten. Layer 2 Lösungen sind zusätzliche Netzwerke und Protokolle, die auf Ethereum aufbauen. Sie verarbeiten Transaktionen außerhalb der L1-Blockchains, also außerhalb von Ethereum, nutzen aber deren Sicherheitsgarantien. Der entscheidende Mechanismus besteht darin, dass die Transaktionsinputs gebündelt und die Transaktionsoutputs per Merkle Root auf der L1-Blockchain gespeichert werden. Und diese Architektur ermöglicht eine Effizienzsteigerung. Die Transaktionsgebühren können um den Faktor 10 bis 100 reduziert werden, während der Durchsatz deutlich steigt. Dabei bleiben einige Eigenschaften der Dezentralisierung erhalten. Also die meisten, ich werde dann noch darauf eingehen, was eben nicht mehr dezentral ist. Technisch gesehen erreichen Layer 2 Lösungen dies durch verschiedene Ansätze, wie wir das noch genau uns anschauen werden, und erben die Sicherheitsgarantien von Ethereum, was natürlich zu einer Reduzierung der Gas Fees und natürlich der Beibehaltung dieser Sicherheitsgarantien von Ethereum führt. Die aktuellen Limitierungen von Ethereum und die Notwendigkeit von Layer 2 Lösungen ergeben sich aus technischen und ökonomischen Faktoren. Die Ethereum Chain, wie gesagt, verarbeitet 15 bis 30 Transaktionen und bei steigender Nachfrage durch DeFi-Anwendungen und NFTs führt das zu einem Wettbewerb um Blockspace und dies reduziert in stark schwankenden Gebühren zwischen 2 und 50 US-Dollar. Ich werde dann noch ein kurzes oder ein kleines Beispiel zeigen. Und diese Beschränkungen sind eng mit dem Blockchain-Trilemma verknüpft. Hier auf der rechten Seite sehen wir das Trilemma mit Security, mit Decentralization und mit Scalability. Das heißt, Ethereum strebt gleichzeitig nach Dezentralität, nach Sicherheit und nach Skalierbarkeit. Und Dezentralität erfordert, dass viele unabhängige Teilnehmer das Netzwerk betreiben und kontrollieren. Sicherheit bedeutet robusten Schutz gegen Angriffe und Skalierbarkeit umfasst hohen Transaktionsdurchsatz bei niedrigen Kosten. Und diese Grafik habe ich genommen, weil diese Grafik zeigt auch, dass es keine Schwarz-Weiß-Klassifizierung gibt. Auch einzelne Chains können nicht präzise irgendwo platziert werden, da man je nach Argumentation einen Aspekt stärker gewichten kann oder schwächer gewichten kann. Deshalb ist eine genaue Platzierung nicht möglich, aber als Gedankenkonstrukt hilft es, die Problematik zu veranschaulichen. Das Dilemma bei L1 ist, dass eine Erhöhung der Blockgröße oder Blockfrequenz würde zwar die Skalierbarkeit verbessern, aber die Anforderungen an Nodes erhöhen und damit die Dezentralität gefährden. Gleichzeitig könnte dies die Netzwerksicherheit durch
erhöhte Forks beeinträchtigen. Layer 2 Lösungen wurden entwickelt, um sich in diesem Dilemma hier anders zu platzieren. Einige sprechen sogar von der Umgehung dieses Dilemmas, aber nur schon durch die dazugekommene Komplexität kann man argumentieren, dass die Sicherheit abgenommen hat. Das heißt, hier auch wieder eine genaue Platzierung in diesem Dilemma, auch bei den Layer 2 Chains nicht möglich, aber eben es gibt diese drei Aspekte, die man berücksichtigen muss. Die Layer 2 Skalierungslösungen für Ethereum oder auch für andere Chains lassen sich in zwei unterschiedliche Kategorien einteilen. Die wichtigste und derzeit dominierende Kategorie sind die Rollups. Diese bündeln mehrere Transaktionen und übermitteln die Transaktionsdaten an Ethereum. Und es gibt zwei zentrale Rollup-Varianten. Es gibt die Optimistic Rollups, die gehen davon aus, dass alle Transaktionen korrekt sind, ermöglichen aber eine Challenge-Periode für Anfechtungen. Zero-Knowledge Rollups hingegen nutzen Zero-Knowledge Proofs, um die Korrektheit der Transaktionen mathematisch zu beweisen. Dann gibt es noch State Channels, die wir bereits in Vorlesung 8 behandelt haben, ermöglichen private Zahlungskanäle zwischen Parteien. Sie eignen sich besonders für häufige Transaktionen zwischen denselben Teilnehmern. Und eine wichtige Abgrenzung zu Sidechains: Diese speichern ihre Daten unabhängig, also die Sidechains, und verfügen über einen Sicherheitsmechanismus, zum Beispiel, also einen eigenen Sicherheitsmechanismus, zum Beispiel Proof of Stake. Und das bedeutet auch ein entsprechendes Risiko. Wird eine Sidechain kompromittiert, können die dort befindlichen Assets verloren gehen. Sidechains sind zwar protokolltechnisch mit der Layer 1 Chain verbunden, also jetzt in diesem Fall mit Ethereum, und verankern regelmäßig ihren Status dort, operieren aber sonst weitgehend autonom. Und der zentrale Unterschied zu Layer 2 Lösungen besteht darin, dass Sidechains nicht die Sicherheitsgarantien von Ethereum erben. Die zwei wichtigsten Rollup-Typen unterscheiden wir wie folgt: Optimistic Rollups übermitteln Transaktionen ohne vorherige Beweise und gehen von deren Korrektheit aus. Sie nutzen Fraudproof, bei denen Validatoren innerhalb einer 7-tägigen Frist betrügerische Transaktionen anfechten können. Dieser Ansatz ermöglicht volle EVM-Kompatibilität und ist technisch einfacher zu implementieren, was die Integration bestehender Ethereum-Anwendungen erleichtert. Der Hauptnachteil liegt in der langen Wartezeit für Abhebungen. Optimism und Arbitrum sind die bekanntesten Implementierungen. Arbitrum hier, das ist die folgende Seite hier, wie gesagt, eine Gruppe aus dem Challenge Task verwendet Arbitrum. Ich bin gespannt auf deren Lösungen, wobei sie mir schon berichtet haben, dass sie dort auch auf Probleme gestoßen sind, da es eben eine Abstraktion ist, also Layer 2 on top of Ethereum, und da sind dann auch nicht alle Tools verfügbar. ZK Rollups hingegen nutzen Zero Knowledge Proofs. Das ist ein kryptografisches Verfahren, das die Korrektheit der Transaktionen beweist, ohne die zugrunde liegenden Transaktionen offen zu legen. Und für jeden Transaktionsbatch wird ein mathematischer Beweis generiert. Und sobald dieser verifiziert ist, sind die Transaktionen sofort final. Und dies ermöglicht eine schnelle Abhebung und eine höhere Effizienz. Das heißt, hier muss man nicht die 7 Tage abwarten. Die Komplexität der Technologie führt jedoch zu Einschränkungen bei der EVM-Kompatibilität und erfordert intensive Rechenleistung für die Beweiserstellung. ZK-Sync und Starknet sind führende ZK-Rollup-Implementierungen.
Die Wahl zwischen beiden Ansätzen hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Optimistic Rollups eignen sich besonders für komplexe Smart Contracts durch ihre EVM-Kompatibilität, während ZK-Rollups Vorteile bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an Finalität und Privatsphäre bieten. Die Herausforderung bei den ZK-Rollups und komplexen Smart Contracts ist, dass die ZK-EVMs die müssen jeden EVM-Opcode in arithmetische Schaltkreise übersetzen, um Zero-Knowledge-Beweise zu generieren. Und diese Übersetzung ist technisch komplex und sehr rechenintensiv. Layer 2-Lösungen bestehen aus mehreren Schlüsselkomponenten, die das Zusammenspiel zwischen Layer 1 und Layer 2 ermöglichen. Auf Layer 1 existieren Smart Contracts, die Einzahlungen und Abhebungen verwalten, Transaktionsbatches speichern und bei ZK-Rollups die kryptografischen Beweise verifizieren. Die Off-Chain-Infrastruktur umfasst Sequencer für die Transaktionsordnung und Prover-Validatoren für die Verifikation. Der State wird off-chain verwaltet, wobei regelmäßig State Routes mit Merkle Proofs auf Layer 1 gespeichert werden. Und Merkle Proofs haben wir in der Vorlesung ebenfalls besprochen. Der typische Ablauf lässt sich am Beispiel Arbitrum veranschaulichen. Wenn ein Nutzer eine Transaktion initiiert, wird diese vom Arbitrum Sequencer, der ist zentral betrieben, von Off-Chain Labs verarbeiten und geordnet. Der Sequencer bündelt Transaktionen und übermittelt sie als Batch an Ethereum circa alle 10 bis 15 Minuten. Und dies führt zu unterschiedlichen Sicherheitsniveaus oder Sicherheitslevels. Das sofortige Bestätigen durch den Sequencer, das ist das erste Level. Dann der zweite Level, die Layer 1 Batch-Bestätigung nach etwa 10 bis 15 Minuten sowie dann die vollständige Sicherheit nach der 7-tägigen Challenge-Periode. Ein wichtiger Aspekt ist die Zentralisierung des Sequencers, der aktuell von einem einzelnen Unternehmen betrieben wird. Der Sequencer spielt eine zentrale Rolle in der Arbitrum-Architektur oder auch in anderen Layer-2-Lösungen, jedoch ohne einen Single Point of Failure zu sein. Bei Ausfall oder bösartigem Verhalten des Sequencers können Nutzer ihre Transaktion direkt über Layer 1 einreichen. Alternative Sequencer können die Rolle übernehmen und diese sind im Smart Contract in der Regel festgelegt, können aber durch den Betreiber hier Off-Chain Labs angepasst werden und im schlimmsten Fall kommt es zu Verzögerungen. Die Sicherheit der Gelder bleibt jedoch gewährleistet. Die Verfügbarkeit wird durch die vollständige Speicherung aller Transaktionsdaten auf Ethereum sichergestellt. Diese werden als komprimierte Call Data mit einem Kompressionsverhältnis zum ungefähr von etwa 1 zu 10 gespeichert. Und wichtig ist, jeder kann den gesamten Arbitrum State rekonstruieren, da nicht nur Zusammenfassungen, sondern alle Transaktionsdaten verfügbar sind. Arbitrum Nodes können von jedem betrieben werden. Sie validieren sämtliche Transaktionen und können innerhalb der 7-Tage-Frist inkorrekte State-Übergänge anfechten. Und für das Aufdecken von Betrug werden diese Challenger belohnt. Für schnelle Transaktionsbestätigungen gibt es weitere Optionen. Man kann zum Beispiel einen eigenen vertrauenswürdigen Arbitrum-Node betreiben oder man verwendet nicht Arbitrum, sondern eine Layer-2-Lösung mit Zero-Knowledge-Proofs. Und was die Exchanges in der Regel machen, sie haben einen eigenen Arbitrum-Node und vertrauen diesem Arbitrum-Node, dass wenn er die Daten als richtig empfindet, dass diese Transaktion gültig ist. Die Generierung von Zero-Knowledge-Proofs ist recht intensiv, also ressourcenintensiv. Ich habe einige Tests durchgeführt. Ich habe Zero-Knowledge-Proofs
mit Sui oder auf dem Sui-Netzwerk ausgetestet und auf einem System, das wir bei DigitalOcean gehostet hatten. Dort hatten wir ein Droplet mit 1 oder 2 CPU-Kerne und dort dauerte das Erstellen eines Proofs 20 bis 30 Sekunden. Und wir mussten dann umsteigen auf einen leistungsfähigeren Rechner, da dieser Zero Knowledge Proof für das Login gebraucht wurde. Das heißt, um sich mit einer E-Mail in eine Wallet einzuloggen, also anstatt dass man diese Seed Phrase verwendet hat, kann man sich auch mit E-Mail zum Beispiel, mit einem Google-Account kann man sich anmelden und sich Coins dorthin schicken. Und mit Zero Knowledge Proofs kann man dann eben beweisen, dass man der Owner dieser Adresse ist. Und damit wir für diesen Login nicht 20 bis 30 Sekunden warten mussten, haben wir einen anderen Rechner mit 32 CPU-Kernen verwendet. Und da dauerte bei voller Auslastung aller Kerne dieser Erstellung von eigentlich diesem einfachen Zero-Knowledge-Proof etwa 2 Sekunden. Diese Zero-Knowledge-EVMs, diese Layer-2-Lösungen, die müssen jeden EVM-Opcode in arithmetische Schaltkreise übersetzen, was ein bisschen komplexer ist, was eben bei Sui so nicht der Fall ist. Die Interaktion mit Ethers zwischen Layer 1 und Layer 2, jetzt im Beispiel von Arbitrum, ist wie folgt. Wenn man jetzt layerübergreifende Transfers von Ethereum machen möchte, der Transfer von Ethereum von Layer 1 zu Layer 2 läuft über einen Bridge Contract. Die Ethers werden in einen Contract gesperrt, in ein Layer 1 Contract, und eine Nachricht an die Layer 2 Chain löst das Minten von Wrapped Ethers aus, das automatisch zu Ethers unwrapped wird. Und das ist typischerweise schnell. Eine L1 Bestätigung dauert so um die 12 bis 13 Sekunden. Eine Layer 2 Bestätigung noch kürzer, je nach Layer 2 Chain ist das entweder 0,25 oder bis zu 3 Sekunden, aber sicher schneller als diese 12 Sekunden. Und wenn man die Ethers von L2 nach L1 transferieren möchte, initiiert der Nutzer eine Abhebung, muss dann diesen 7-Tage-Challenge abwarten und kann dann die Ethers auf der L1-Chain claimen. Wichtig ist, dass auf beiden Chains jeweils Ethers gebraucht werden, damit dieser Transfer funktioniert. Alternativ können Nutzer Exchanges oder Fast Bridges nutzen, müssen dabei aber zwischen Gebühren und Risiken abwägen. Das Layer 2 Ökosystem zeigt ein deutliches Wachstum. Dies zeigt sich im steigenden Total Locked Value. Das können wir uns kurz bei DeFi Llama anschauen. Hier sehen wir bei den Chains. Hier haben wir zum Beispiel Arbitrum, das ist bereits auf Platz 7. Wir haben Base, das ist ebenfalls eine Layer 2 Chain. Und hier oben können wir uns die Rollup Chains anschauen. Und hier sehen wir die drei großen: Base, Arbitrum und Optimism. Wenn wir das aber mit Ethereum noch vergleichen, Ethereum hat immer noch über 50% der Total Value locked. Arbitrum Base hier unten bei 6 Milliarden. Wir sind hier bei Ethereum bei 66 Milliarden. Also 10% der Total Value locked sind in den zwei großen Layer 2 Chains. Es gibt aber natürlich auch Konkurrenz. Es gibt zum Beispiel eben Solana, eine schnelle Layer 1 Chain. Es gibt Sui, ebenfalls eine schnelle Layer 1 Chain. Und bei Ethereum haben wir, wie gesagt, einen zweiten Layer. Man erhöht die Komplexität.
Man ist günstiger, also man sucht diese günstigen Chains und das führt zu einer Verlagerung von großen DApps auf diese günstigere Chains. Wie gesagt, auch bei den günstigen Chains gibt es natürlich Konkurrenz von Layer 2 zu schnellen L1 Chains. Da gibt es auch wieder die entsprechenden Vor- und Nachteile. Die Zukunft des L2-Ökosystems, die entwickelt sich in mehrere Richtungen. Es gibt sogar neuerdings Layer 3 Chains, die anwendungsspezifische Chains bauen und auf Layer 2 aufbauen. Und das ermöglicht eine weitere Spezialisierung. Dieses Konzept ist aber noch experimentell und es könnte zum Beispiel für spezifische Anwendungen wie bei Gaming oder DeFi können eigene Layer 3 Chains mit optimierten Parametern entwickeln, während sie die Sicherheit von L1 und L2 Chains erben. Aber eben L2 fügt bereits eine höhere Komplexität ein. Layer 3 wäre nochmals komplexer und noch mehr Komplexität hat natürlich auch seine Nachteile. Cross-L2-Kommunikationsprotokolle wie Layer 0 oder das Chainlink CCIP, Abkürzung für Cross-Chain Interoperability Protokoll, ermöglichen direkte Kommunikation zwischen verschiedenen L2-Chains, ohne den Umweg über die Layer 1-Chains zu machen. Und dies reduziert Kosten und Zeit für Cross-Layer-2-Transaktionen erheblich. Standardisierte Messaging-Protokolle werden die fragmentierte Layer-2-Landschaft oder können die Layer-2-fragmentierte Landschaft verbinden. Und die Protokollstandardisierung durch EIPs, die sogenannten Ethereum Improvement Proposals, schafft eine einheitliche Schnittstelle für L2-Chains und kann für Standards, für Bridges, Message Passing oder Withdrawal Mechanismus verwendet werden und erhöht die Interoperabilität, reduziert die Komplexität und fördert die Sicherheit. Und ein Beispiel, das EIP 4844, das Proto-Dank-Sharding, hat die Kosten für Layer-2-Chains nochmals senken können, weil Daten nun in temporären Blobs statt in Call-Datas gespeichert werden. Und der Name Dank-Sharding stammt von dem Forscher Dankrad Feist, einem Ethereum-Forscher, der maßgeblich an der Entwicklung des Sharding-Konzepts beteiligt war. Proto bedeutet, dass es sich um eine frühe, vereinfachte Version des von ihm vorgeschlagenen Sharding-Designs handelt. Und nach eben diesen 7 Tagen bei Arbitrum wird der State permanent gespeichert und dann braucht es diese Blobs nicht mehr. Diese Blobs, die bleiben auch 30 Tage auf der Chain und dann sind sie auch weg, aber eben danach braucht man sie nicht mehr, da diese States nun final sind und nicht angefochten werden können. Arbitrum wie auch Optimum und andere Layer 2 Chains verwenden bereits dieses Proto-Dank-Sharding. Das ist eben ein Beispiel dieser Protokollstandardisierung. Und in Ethereums Skalierungsstrategie sind die Layer 2 Chains nicht nur eine Übergangslösung, sondern ein integraler Bestandteil der langfristigen Vision. Ethereum fokussiert sich auf Sicherheit und Dezentralität als Basislayer, während die L2 Chains die Skalierung übernehmen. Und dies wird durch kommende Ethereum Upgrades weiter unterstützt. Das war nun die Vorlesung zu den Layer 2 Chains. Wie gesagt, eine Gruppe verwendet Layer 2, verwendet Arbitrum, ist natürlich dort auch auf Probleme gestoßen, weil man hat Ethereum, das hat auch schon ein bisschen bei der Dev-Experience, könnte man natürlich dort auch noch die eine oder andere Verbesserung anbringen. Und wenn man obendrauf noch mit Layer 2 arbeitet, gibt es bei der Dev-Experience noch mehr Optimierungspotenzial, weil auch die Komplexität zunimmt. Und deshalb ganz spannend, was sich in Zukunft durchsetzen wird. Diese Layer 2 Lösungen auf Layer 1, on top of Layer 1, oder aber die schnellen Layer 1 Lösungen wie Sui oder Solana als Beispiel für schnelle L1 Chains.